Jo Freunde, ganz herzlich willkommen zum neuen Video. Heutiges Thema ist das Thema, für das ich wohl am bekanntesten bin, nämlich das Thema Akne. Ich habe in den letzten Tagen, ich weiß, ich sage es fast immer wieder, aber ich habe in den letzten Tagen auf Instagram, unten verlinkt, könnt ihr gerne mal reinfolgen und mir da auch generell Fragen stellen. Ich bin bezüglich Akne extrem wissensbasiert und wissensbegierig, wie es euch damit geht. Ich möchte einmal ganz kurz grüßen den lieben Emir, ich möchte grüßen den lieben Domme, ich möchte grüßen den lieben, wie heißt er, Simon oder auch Blood is on the Floor genannt. Ich möchte den lieben Glory Boy Almighty grüßen und viele weitere, die mir bezüglich dem Thema Akne und bezüglich dem Thema Kiefer jeden Tag Fragen stellen. Ich probiere wirklich jedem da zu antworten und gebe da wirklich mein Bestes. Heute soll es aber mal um zwei verschiedene Personen gehen. Einmal den lieben Emir und einmal den lieben Simon. Folgendes. Beim Emir ist das Ganze so verlaufen, extrem ähnlich wie bei mir, dass er Akne bekommen hat und sich sozial komplett ausgegrenzt hat. Sprich, keine Freunde, keine Schule mehr, kein Sozialleben, nicht mehr aus der Tür gehen. Das Gleiche war bei mir auch extrem häufig der Fall. Ich habe auch eine extrem Vergleich zu ihm und zu mir jetzt gesehen, da er eben auch eine ähnliche Leidensgeschichte hat wie ich mit dem Thema Akne, was zum Beispiel angeht, dass er Abdeckcreme benutzt hat. Jeder von euch, der jung ist und Abdeckcreme benutzt hat, weiß ganz genau, was das für ein Gefühl ist, mit so einer Art Make-up aus dem Haus zu gehen. Und das musste der Emir eben auch. Und das habe ich extrem gespürt, dass es ihm extrem beschäftigt. Der liebe Emir nimmt jetzt seit 40 Tagen Aknenomin. Die meisten von euch wissen, was Aknenomin ist. Wenn ich darf, blende ich hier oben mal Bilder von Emir nebenbei ein. Wie das Ganze so aussieht nach vor Aknenomin und während Aknenomin. Ich habe ihn gerade gefragt, er hat noch nicht geantwortet, was ziemlich cool wäre, weil bei ihm das schon eine extreme Entwicklung ist. Und der liebe Emir, wenn ihr die Bilder sehen könnt, hat mich gefragt, ob die Akne an den Wangen auch weggeht. Also bei ihm ist es so, dass die Akne an der Stirn extrem schnell weggegangen ist, aber an den Wangen die Akne noch fast so ist wie am Anfang. Und ich habe ihm gesagt, dass das Problem ist, dass meistens, bei den meisten Personen auf der Stirn, nur Picke sich ansammeln und tiefe Vernarbungen, tiefe Akne in den Wangen, wie es bei mir der Fall war, wie es bei Emir der Fall ist, dass es eben in den Wangen verhäuft ist. Und diese wirkliche Akne braucht wirklich länger, bis sie aus dem Körper raus ist. Weil ihr müsst euch vorstellen, da sammelt sich extrem viel Teig. Und hier oben, bei den Pickeln quasi, hat sich vielleicht so viel Teig gesammelt und das kann man so innerhalb von mehreren Tagen, Wochen mit Aknenomin eben ganz easy rausbekommen. Aber wenn sich dann hier in den Wangen 20 Mal solche Teigsammlungen haben, die brauchen eben wesentlich länger, bis sie dann irgendwann verschwinden. Und bei mir war es auch extrem lange so, dass ich dann bei leichtester Anstrengung sofort ein rotes Gesicht habe. Das wird jetzt immer besser, also ich bin ja extrem glücklich, dass die ganzen Oxidantien, also die ganzen Entzündungen, die in meinem Körper entstehen, langsam rausbekommen. Generell würde ich jedem empfehlen, hier nochmal ein Ernährungstipp nebenbei, bei Akne, googelt mal, dass ihr eine antioxidante Ernährung fahrt, weil das Problem ist, oxidante Ernährung, also Oxidantien, die ihr im Körper, also Entzündungen, die ihr im Körper zufügt, befürworten Akne und alles, was ihr antioxidant euch ernährt, ist eben gegen die Akne. Also würde ich euch empfehlen, euch dahingehend zu ernähren, zumindest soweit es geht. Und beim Emir, der ist jetzt fast durch, also er nimmt jetzt seit 40 Tagen Aknenomin und muss das Ganze jetzt noch 4 Monate nehmen. Also bei ihm ist es auch so wie bei mir eine 6-Monats-Therapie und nicht wie beim anderen eine 12- oder 24-Monats-Therapie. Bei ihm sind es auch nur 6 Monate. Ich wünsche dir, Emir, auf jeden Fall alles Gute. Mach weiter so wie bisher. Und dir nochmal zu empfehlen, während du Aknenomin nimmst und danach, würde ich dir wirklich dringend empfehlen, auf tierische Produkte weitestgehend zu verzichten. Du hast mir geschrieben, dass du jetzt gestern bei KFC warst und KFC ist wirklich das Schlimmste, was du deinem Gesicht, deine Akne antun kannst. Also ich würde dir auf keinen Fall so schlechtes Fleisch empfehlen. Ich lebe jetzt auch nahezu vegan. Ich bin also komplett vegetarisch und nahezu vegan. Und würde dir empfehlen, dahingehend zumindest dich zu orientieren. Du musst nicht komplett vegan leben, aber zumindest auf einige tierische Produkte zu verzichten. Jetzt kommen wir zur zweiten Person, die mich auch extrem getroffen hat, mit der ich auch extrem viel geschrieben habe, nämlich dem lieben Simon. Wir haben ja wirklich über stundenlang uns Sprachnemos hin und her geschickt. Also das war wirklich eine extrem schöne und lehrreiche Informationsquelle von ihm. Nämlich hat er Akne bekommen, weil er damals
mit der Arbeit verbunden. Er hat damals in einem Burgerladen gearbeitet und hat den ganzen Tag quasi die Enzyme, die in der Luft entstehen durch das Fleischbraten, eingeatmet. Und ich möchte auch hier nochmal ganz kurz anmerken, dass das auch ein extrem hoher Einfluss ist, was die Umweltfaktoren, in der ihr lebt. Ich zum Beispiel wohne an der Hauptstraße und atme den ganzen Tag Abgase ein. Und ich bin der Meinung und fest davon überzeugt, dass diese Abgase, die ich einatme, auch dazu beitragen, dass ich Akne bekommen habe oder schlimmere Akne bekommen habe. Zumindest, dass es nicht besser wurde, weil es eben auch Oxidant ist für den Körper und Entzündungen eben anregt. Und der liebe Simon ist jetzt raus aus dem Burgerladen und fängt jetzt auch an, soweit ich weiß, noch kein Aktinomin und probiert das Ganze eben nur über die Ernährung zu machen und hat da auch mit seiner Heilpraktikerin extrem engen Kontakt und hat da auch jetzt eine extrem harte Diät gefahren, sprich komplett vegan, die er aber nicht halten kann. Er zum Beispiel liebt Fleisch und möchte weiterhin Fleisch essen und er merkt auch, dass während dieser Phasen, wo er eben komplett vegan diätet hat, sagen wir 2 Monate, dass die Akne wesentlich besser wurde. Aber sobald er eben wieder anfängt, so wie früher sich zu ernähren, wird das eben schlimmer. Simon, ich habe dir auch gesagt, du müsstest sehr wahrscheinlich einen längeren Zeitraum diese Diät durchführen, dass dein Körper komplett ausgereinigt ist, weil da reichen wahrscheinlich 2-3 Monate nicht aus. Also sehr wahrscheinlich musst du so ein halbes Jahr anpeilen, komplett durchziehen und danach kannst du dann teilweise wieder in alte Gewohnheiten rücken, was ich dir nicht empfehlen würde, aber ich weiß, dass es für so eine junge Person wie dich und mich extrem schwierig ist, diese alten Gewohnheiten abzulegen. Und deswegen, falls ich darf, blende ich hier auch mal ein Bild von ihm ein. Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dass du da probierst, das weitestgehend auszuschließen. Natürlich kann ich dir nicht vorwerfen, dass du das eben machst, weil es eben ja in unserer Gesellschaft eben so extrem angesehen ist. Ich wollte hier bei dir nochmal vorwerfen, dass eben die Umweltfaktoren, die Luft, die du einatmest, auch einen extremen Einfluss auf deine Akne hat. Wie man sehen kann, hier nochmal bei mir, ich mache hier fast jedes Akne-Video ein kleines Update, dass ihr mal sehen könnt, wie das Ganze so aussieht. Vom Seitenprofil, linke Seite, vorne und rechte Seite. Ich habe hier ein komplett neutrales Licht, ein weißes Licht von draußen, also sehe ich quasi so, wie ihr mich jetzt seht. Die Kamera macht es auch ein bisschen schöner, aber ich sehe eigentlich aktuell genauso aus, wie ihr mich jetzt vor der Kamera seht. Und wie ihr sehen könnt, geht es mir besser. Ich habe eine nahezu vegane Ernährung, ab und zu auch tierische Produkte, wie zum Beispiel, ich würde auf keinen Fall auf einen Kuchen verzichten oder so, weil da jetzt Ei drin ist oder was auch immer. Ich probiere eben weitestgehend vegan zu leben. Zumindest ist bei mir Fleisch komplett aus der Ernährung raus. Also ich werde dazu noch einen Podcast machen in den nächsten 2 bis 3 Tagen. Fleisch ist bei mir aus meiner Ernährung jetzt komplett raus. Nicht nur wegen der moralischen Gründe, auch wegen der gesundheitlichen Gründe habe ich gemerkt für mich, dass mir Fleisch extrem schlecht tut und nicht gut tut. Deswegen habe ich damit aufgehört, Fleisch zu essen, trotz der Fitness-Themen, dass ich eben dachte, dass Fleisch und Training irgendwie zusammengehören. Aber dazu kommt morgen ein separates Video. Das soll es dann für heute gewesen sein. Wie gesagt, ich grüße alle, die in dem Video erwähnt wurden und danke jedem Einzelnen, der mir jeden Tag auf Instagram schreibt und da eben mich als ratfragende Person nimmt oder Ratgeber nimmt für das Thema Akne, Kiefer und andere Themen, die mich eben beschäftigen, denn diese Themen beschäftigen mich nun mal sehr extrem. Dann wünsche ich euch allen noch ein schönes Jahr 2019. Vergiss nicht, ein bisschen zu lächeln, Freunde. Trotz Zahnspange immer schön lächeln, Freunde. Haut rein, euer Samuel Lift ist out of lifting und bis dann.